Doch. Leck mich doch am Zückerli. Leck mich doch am Zückerli. Hey, yo, Leute, willkommen zu einem weiteren Daily Vlog, Leute. Heute wird es ein wenig merkwürdig, denn dieser Vlog wird genau bis 0 Uhr gehen und dann wird er sich beenden und in einen anderen Vlog aufteilen, den ihr dann erst morgen seht. Warum das Ganze hat vlog-technische Gründe, die ich jetzt nicht erklären kann. Es werden auf jeden Fall richtig geile Vlogs diese Tage kommen. Heute haben wir auf jeden Fall was Geiles geplant. Was haben wir geplant, Luana? Sag es mir. Wir schlafen in der Uni! Ja! Wir wollen heute am Filmort übernachten, Leute. Es wird richtig lit. Wir haben uns auch schon ein bisschen Sachen mitgenommen. Das wird ein illegaler Übernachtungstrip, Leute. Kinder, macht nicht was Illegales, aber heute machen wir es für euch, damit ihr es nicht machen müsst. Leute, es wird auf jeden Fall mega, mega cool. Wir werden einfach und Schlafsäcke alles einpacken und einfach irgendwo dahin chillen. Und morgen muss ich um 7 Uhr wieder da zur Arbeit gehen. Das heißt, ich brauche gar nicht hinfahren und aufstehen. Ich bin einfach direkt da. Also Leute, Lisa, kannst du mir sagen, was wir alles mitnehmen? Lisa, was haben wir? Einen Pulli. Wow, wir haben einen Pulli. Ein Schlafsack. Noch ein Schlafsack. T-Shirt. Schminksachen fürs Set. Ja, die brauche ich nämlich, weil, oh mein Gott, ohne schminke ich nicht aus dem Haus. Drei. Warte mal. Wir sind doch 4 Leute. Warum haben wir nur 2 Schlafsäcke? Damit ihr ohne pennt. Ihr merkt schon, Leute, die Vorbereitung ist perfekt. Ich würde sagen, wir harren einfach nicht weiter und versuchen irgendwie einen Raum zu finden, wo wir die Nacht verbringen können, Leute. Erstmal ab zum Filmort. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier am Ort angekommen. Ich flüstere denn, wir werden hier gerade beobachtet, Leute. Was? Seit wann? Nein, Spaß, Leute, ich will hier nur ein bisschen überdramatisieren, aber spannende Musik. Leute, wir sind jetzt in der Uni angekommen und wir brauchen jetzt einen Schlafplatz. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal in den Keller, oder? Ich glaube, im Keller. Ja, Keller ist immer gut. Leute, ist nicht gruselig. Wenn ich Nein. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier unauffällig in den Keller fahren. Unauffällig. Die ist doch nicht so laut! Schade. Es geht runter. Was ist denn mit dir? Oh mein Gott! Oh mein Gott, warum ist es so hell hier? Okay, warum ist es hier so hell? Da müssen wir aber lang und da ist ganz schön dunkel. Da lang. Das sieht sehr vertraut aus. Leute, es ist dunkel, ich hab Angst. Oh, geht euch, das ist schon ein bisschen dunkel. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Horrorfilm, Alter. Okay, Leute, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ist der Raum auf, den wir unserer Vertrauensperson gesagt haben? Mach doch einen Brauch. Geht? Ja! Übernachtungsort gefunden. Ich würde sagen, zumindest hier, er. Hier penn ich. Wo pennt ihr, Leute? Also ich schlafe jetzt auf dem Tisch. Da Moritz ein bisschen hier. Also Leute, der Vlog wird ungefähr so aussehen. Wir werden jetzt hier gleich die ganze Nacht hier drin verbinden. Also bis zum nächsten Drehtag. Das heißt, der Vlog wird hier um 0 Uhr enden und dann der nächste Vlog angefangen, wie wir halt hier so unsere Nacht hier verbringen. Ach, laber doch nicht so viel. Leck mich doch am Zückerli. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Horrorereignisse hier. Man weiß ja nie, Leute. Wir sind ja immer noch in einem Keller. Aber ich würde sagen, Leute, wir richten uns erstmal ein. Okay, Leute, wir brauchen jetzt ein paar Sachen, um dieses Ding hier noch ein bisschen gemütlicher zu machen, oder? Oh mein Gott, ist das direkt gruselig, Alter. Man geht hier raus und denkt sich so. Dun, dun, dun. Wir sollten das Licht ausmachen, damit da keiner hinkommt. Das Licht ausmachen, damit keiner unseren Schlafplatz klaut. Okay, Alter, guck dir das mal an wie so eine Horrorpsychologie. Leute, ich glaube, heute haben wir das gruseligste Video auf meinem Kanal online kommen morgen. Wir werden es auf jeden Fall später sehen. Alter, was ist denn hier los? Wie sind das so gruselig aus? Okay, Leute, wir gehen mal in den Fahrstuhl. Alter, das ist der große Fahrstuhl. Dieser Fahrstuhl ist schon... Ach, dazu Glück ist der Fahrstuhl nicht gruselig. Mein Gott, was ist denn hier? Okay, warte, irgendwann muss ich... Oh mein Gott, das ist alles... Psst, Lisa, leise! Lisa, leise! Was sagst du, schreist hier rum? Was sieht so aus, ob du dir irgendwas verdecken würdest, ne? Oh, scheiße, ich hab nichts an. Schon wieder! Gib mir Zettel. Warte. Nee, das muss noch ein bisschen weiter runter, damit wir noch ein bisschen was erkennen. Warte ich. Okay, und Clickbait mit Hey Moritz. So, dann haben wir schon mal den Titel für heute gesichert. Und wieder ab in den Keller. Und wieder ab in die absolut gruseligen, den gruseligen Raum. Juhu! Warte, wir haben hier noch richtig viel Platz. Boah, wir haben überhaupt... Leck mich doch am Zückerli. Okay, ich würde sagen, damit wir das hier alles Beste rein, kommt sogar noch ein Hasen. Und damit würde ich sagen, beenden wir dieses Video auch. Morgen seht ihr dann, was hier alles diese Nacht passiert ist. Es wird absolut gruselig werden, Leute. Ne, Lisa? Lisa! Moritz, vielleicht wird die Prank-Week auch weiter fortgesetzt. Vielleicht wird die Prank-Week weiter fortgesetzt. Ich will da nicht mit reingezogen werden. Morgen seht ihr dann, was diese Nacht hier alles passiert ist. Das ist irgendwie ein bisschen weird, aber... Haut rein, Leute, folgt mir auf Instagram, hier gibt es täglich Videos. Und ich würde sagen, gute Nacht, meine Freunde.
Dö, 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 dö. Dö, 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 dö.